Hallo zusammen und wieder einmal willkommen bei PR Slot Racing mit einer neuen Bereicherung in meinem Rennstall. Und zwar diesmal aber im analogen Bereich. Ich hatte ja mal meine ersten Gehversuche im analogen Rennen mit einem Truck probiert. Aber jetzt haben wir uns im Verein eine neue Rennserie. Die ist dieses Jahr gestartet. Und zwar die Revo Slot Rennserie. Und ich habe diesen Wagen hier geschenkt bekommen. Ein Fahrzeug im Maßstab 1:32. Genau, think different, think metal. Es ist der Mercedes CLK GTR mit der Startnummer 10 und bei RevoSlot unter der Produktnummer RS0093 erschienen. Also genau den hätte ich mir auch so gekauft. Dann schauen wir uns den Wagen nochmal ganz in Ruhe an. Ein schickes Modell. Oh Mann, der hat ja sogar einen Stern vorne dran. Na, das wird ja wieder was, wenn der verloren geht. Da kann ich ja mich ja tot suchen auf der Bahn. Ja, und diese Rennserie wird bei uns dann nahezu out of the box gefahren, also so wie ich jetzt hier in der Hand habe. Ein, zwei Kleinigkeiten sind noch zu ändern, ansonsten muss man nicht mehr viel machen. Klar, es gibt immer was zu tun, zu optimieren, aber keine Teile zu kaufen. Im Großen und Ganzen bleibt der Wagen so, wie er ist. So, dann gibt es aber zum Glück noch Ersatzteile, zwei Spiegel und, ja, klar, eben den Stern. Naja, den werde ich bestimmt mal brauchen. Ferner dabei Magnet und Ersatzkiel. Tja, und der Leitkiel ist dann quasi so das Einzige, was ich hier in dem Fahrzeug noch umbauen muss oder austauschen muss. Und zwar vorgeschrieben laut Reglement halt entweder Frankenslot Leitkiel oder der Leitkiel Rot von Slot Invasion. Ich habe mich hier für den von Frankenslot entschieden. Den werden wir nachher noch einbauen. Gut, dann gibt es noch ein Aufklebchen und so eine Infokarte, verschiedene Felgen und Reifen, die man passend noch dazu kaufen kann. Innen drin, ja, das Innenleben werden wir gleich mal anschauen. Und auf der Rückseite oder Vorderseite die vier verschiedenen Varianten dieses CLK GTR. Dann schrauben wir den Wagen mal ab. Drehen ihn auf den Rücken und da sehen wir das Metallfahrwerk. Und wie man auch schön sehen kann hier, diese Entkopplung, ne? Vorne Leitkielhalter, Motorhalterung und die Hinterachse sind vom Rest der Befestigung entkoppelt, können sich also bewegen. Ja, und wie stark denn diese Bewegung ist, das sind ja auch noch so Erfahrungswerte, die ich dann noch irgendwie mir aneignen muss. Weniger stark, stärker, keine Ahnung. Werde ich alles sehen bei diversen Fahrtests. So, dann schrauben wir den Wagen mal erstmal auf. Dazu brauchen wir ganz normalen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne mal das Chassis von der Karosserie an diesen vier Schrauben. Das schaut ja auf den ersten Blick erstmal recht übersichtlich aus, ne? Vorne der Schleifer, also der Leitkiel mit den Schleifern, Stromabnahme für den Motor. Hier ein Engelwinder verbaut, also schräg eingebauter Motor mit Zahnrad und Kronzahnrad entsprechend. Ja, aber wie gesagt, auf den ersten Blick, weil man sieht jetzt auch hier, ja, so ein richtiger Leichtlauf ist das nicht. Also auch hier ist dann noch so einiges dann mal demnächst nachzujustieren, was so den Leichtlauf der Achsen angeht. Ich glaube nicht, dass es hier am mangelnden Öl liegt, sondern dass man hier auch die Achshalterung noch ein bisschen justieren muss. Da gibt es auch noch ein spezielles Werkzeug für. Heute geht es erstmal darum, den Leitkiel auszutauschen und erstmal den ersten Blick reinzuwerfen. Und alles andere kommt dann. Und da habt ihr gesehen, ist er wieder, der kleine Saboteur. So, Thema Leitkiel. Jetzt schnappe ich mir mal hier einen flachen Schraubendreher und hebe damit die kleinen Messingösen, in denen dann die Kabel stecken, was dann wiederum alles im Leitkiel steckt, heraus. Dann brauche ich einen Sechskantschraubendreher 1,5, um die Schraube oben vom Leitkiel zu lösen. Ach, da ist dann auch noch eine Feder am Leitkiel verbaut. So, dann schnappen wir uns mal den Frankenslot-Leitkiel. Jetzt kommt das Gefummel nämlich, und zwar die Schleifer da irgendwie reindrängeln und dann halt wieder diese Messingösen mit dem Kabel da auch wieder reinzudrücken. Das ist ein bisschen Gedrängel, ein bisschen Gefummel. Deswegen habe ich es auch so ein bisschen abseits der Kamera gemacht. So, die Schleife jetzt schon mal reinbekommen in den neuen Leitkiel. Jetzt geht es darum, die Kabel mit den Ösen dann auch reinzudrücken, ohne wieder die Schleife rauszudrücken. Also das ist dann wirklich so ein bisschen, ja, ein ganz schönes Gefummel. Ja, und gut, am Ende habe ich es dann halbwegs geschafft. Sie stecken so ein bisschen drin, jetzt muss ich noch ein bisschen fester drücken. Und dazu nehme ich mir einfach mal eine Zange und drücke die dann dort nochmal so richtig rein. Und dann wäre das soweit schon mal geschafft. Dann die Feder wieder auf den Leitkiel gesteckt, dann
wird jetzt wieder festgeschraubt. Ja, auch da muss man schauen, wie fest schraubt man den, dass die Federung noch funktioniert und der Leitgel nicht so tief in den Slot reingeht. Also das sind echt noch eine Menge Sachen, die man da rumtesten muss. So, dann schrauben wir mal den ganzen Wagen erstmal wieder zusammen. Und auch das ist nicht so einfach. Also das Schrauben ist schon einfach, klar, aber es geht dann auch darum, dass man schaut, dass das Chassis auch hier mittig zur Karosserie sitzt. Das hat ja auch noch ein bisschen Spiel. Also die Schrauben wieder ein bisschen lösen, gucken, dass der Abstand zur Karosserie auf beiden Seiten gleich ist und das Ganze auch natürlich auch gerade ausgerichtet ist. Ja, es gibt noch eine Menge Schraubarbeiten zu tun, aber das war erstmal der erste Schritt. Dann gibt es bei uns im Reglement auch noch die Vorgaben eines jeden Revosort-Fahrzeuges, dass es ein gewisses Mindestgewicht erreichen muss. Das liegt daran, dass die Fahrzeuge verschiedene Karosserieformen und Grundgewichte mitbringen. Meiner muss hier mindestens 108 Gramm auf die Waage bringen, Gesamtgewicht. Gut, dann schauen wir doch mal. Na, 108,2 ist doch optimal. Aber ich denke, dabei bleibt es nicht. Ich muss jetzt hier richtig mal wieder experimentieren. Wir hatten eine völlig neue Rennserie, ein völlig neues Fahrgefühl, Metallfahrwerk, analog die Serie. Da ist noch einiges zu testen und bei dem Gewicht wird es auch nicht bleiben. Denke mal, vielleicht bräuchte noch Beleuchtung mit rein. Dann wird bestimmt noch hier und da ein bisschen verbleit werden müssen. Also, da ist noch ein bisschen was zu tun und zu experimentieren und mal das Fahrzeug kennenzulernen. Wie gesagt, auch die Achshaltung zu justieren. Naja, einiges zu tun. So, dann verabschiede ich mich schon mal von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und entlasse euch noch mit ein paar schönen Bildern von diesem neuen Fahrzeug. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut bis dahin. Ciao, ciao.